Ultraman erlebt ein Comeback mit einem nächsten NFT auf Vivi. Außerdem reden wir über das Thema Jobs in 2023. Wie viele werden wir dort in etwa bekommen? Und wir haben wieder den Fokus auf Augmented Reality. Beziehungsweise Tim Cook, der CEO of Apple, hat eine sehr interessante Aussage gemacht. Moin moin und willkommen an Bord, ich bin's dein Captain und heute am Steuer mit diesen sehr, sehr schönen News. Und wenn du auch in Zukunft keine News von mir verpassen möchtest oder auch allgemein keine Infos zu Vivi und Ikomi, dann abonniere auf jeden Fall unbedingt meinen Kanal, denn so verpasst du da draußen definitiv keine News zu den Themen. Starten tun wir mit einer Ankündigung, die wahrscheinlich viele freuen wird. Und zwar erlebt nämlich der gute Ultraman ein Comeback auf Vivi und das in dem Fall mit 4 Varianten. Ob die animiert sind, wissen wir an dieser Stelle noch nicht. Das Ganze wird am Sonntag, dem 2. Oktober um 17 Uhr deutscher Zeit auf Vivi droppen und es ist in dem Fall der erste Live-Action Ultraman, den wir hier sehen werden aus der Fernsehserie von 1966. Ich denke, das sieht man hier an dieser Stelle tatsächlich auch. Qualität lässt sehr zu wünschen übrig und der eine oder andere wird jetzt sagen, hey, was hat Vivi jetzt hier schon wieder für ein Premium Digital Collectible gebracht? Aber wir schauen uns gleich mal ein Bild an, wo man sieht, dass sie tatsächlich das Bild sogar relativ gut getroffen haben. Hier sehen wir unter anderem mehrere Varianten von Ultramans und hier haben wir zum Beispiel auch unseren mit dabei, mit diesen Knöpfen. Ich kann jetzt hier leider nicht weiter ranzoomen, aber ihr könnt auf jeden Fall das Bild einfach mal suchen unter Google, dann werdet ihr das auch finden und das ist in dem Fall hier, wie gesagt, der Erstauftritt von Ultraman überhaupt in einer Fernsehserie. Ich könnte mir gut vorstellen, dass tatsächlich diese Ultraman-Version auch sehr, sehr gut gehen wird. Ich finde es nur etwas kurios, dass wir tatsächlich erst eine andere Version vom Ultraman gesehen haben und jetzt erst sozusagen den Erstauftritt bzw. die Erstauftrittfigur von Ultraman. Finde ich etwas verwirrend, aber wird schon irgendwo seinen Grund haben. Jetzt werden sich natürlich aber auch viele fragen, ja, wir haben doch schon Ultraman auf Vivi, wird das Ganze jetzt eine FA sein? Und ich gehe sehr stark davon aus, dass es keine FA sein wird, weil wir ja schon die FA haben. Aber ich lasse mich gerne überraschen, vielleicht wird es auch eine First Edition. Wir werden es sehen, wie viel das kosten wird. Da gehe ich von aus, dass wir 50 Gems als Listenpreis sehen, da das Ganze hier ein Blindbox-Format ist und dementsprechend wir alle 4 Varianten hier im Blindbox-Format bekommen werden. Du kannst mal sehr gerne reinschreiben, welche dieser Ultramans du auf jeden Fall gerne sehen würdest. Wir haben ja auf jeden Fall schon einen, den wir wissen, aber wen werden wir noch sehen? Insgesamt haben wir ja hier einmal 7 Stück. Wenn hier drüben die 1 ist und hier drüben die 7, dann schreib doch auf jeden Fall mal sehr gerne rein, welchen du auf jeden Fall hier von diesen Charakteren gerne sehen würdest, wenn tatsächlich auch aus dieser Gruppe hier 4 mit auf Vivi kommen sollten. Als nächstes Thema habe ich mit dabei, wie viele Drops werden wir dann überhaupt eigentlich im nächsten Jahr bekommen? Denn Vivi hat ja schon angekündigt, dass sie immer mehr Drops bringen werden und momentan sind wir tatsächlich schon bei fast 5 Drops pro Woche in 2022. Das ist natürlich noch vorläufig, wir sind ja auch gerade erst Anfang Oktober, dementsprechend sollte man das Ganze nicht allzu ernst nehmen, aber ich denke mal, dass es tatsächlich mit dieser Quote weitergehen wird. Und wenn man sich mal die Steigerung hier anschaut, von 0,64 Drops pro Woche auf 2,4 Drops pro Woche in 2021 und jetzt 2022 4,97 Drops pro Woche, kann ich mir tatsächlich gut vorstellen, dass wir hier in etwa in 2023 bei in etwa 7 Drops pro Woche landen. Das heißt so in etwa jeden Tag ein Drop. Das ist natürlich ganz schön viel, aber mit steigenden Lizenzen wird das halt auch einfach ein Muss sein, damit jeder Lizenzgeber wirklich auch seine NFTs droppen kann und man wird auch irgendwann nicht mehr jeden Drop mitnehmen können. Das ist auch völlig in Ordnung, denn es werden auch unterschiedliche Zielgruppen angesprochen. Für mich ist zum Beispiel der Ultraman jetzt nichts super Interessantes, aber aufgrund dessen, dass er halt für den asiatischen Markt sehr interessant ist, könnte er zum Beispiel an dieser Stelle halt ein guter Gamble sein, beziehungsweise halt irgendwann gut zu flippen sein. Aber aus rein sammlertechnischer Sicht ist das für mich zum Beispiel auch kein Job, den ich mitnehmen würde. Und wir schauen uns nochmal was anderes an hier vom Jason. Und zwar hat er nämlich hier eine sehr schöne Kurve für uns gemacht, nämlich mit dem Omi-Preis und dem Non-Circulation Supply, beziehungsweise mit dem Omi-Burn. Und das ist recht interessant. Man sieht natürlich hier den Omi selbst, der natürlich hier unten rumgammelt, aber wir sehen hier auch den Kurs vom Burn, der natürlich stetig ansteigt und das ist natürlich sehr, sehr positiv. Hier gab es natürlich auch mal einen richtig schönen Sprung, aber das hing auch damit zusammen, dass wir hier auch einen richtig schönen Pfeil nach unten hatten, dementsprechend durch die Drops noch mehr geburnt wurde. Ich persönlich hoffe ein wenig darauf, dass der Omi tatsächlich noch so weit unten bleibt, einfach um noch mehr Omi-Token durch Drops zu burnen und ich glaube auch die nächsten Monate, der Oktober, der November und der Dezember, werden noch mal richtig droplastig. Dementsprechend werden hier noch mal eine Menge Omi geburnt und ich kann mir sogar sehr gut vorstellen, dass wir sogar die 100 Milliarden Omi-Token, die wir geburnt haben,
ankratzen werden in diesem Jahr noch. Du kannst ja mal sehr gerne unten in die Kommentare schreiben, was du denkst, wo wir in etwa mit dem Omi-Burn Ende des Jahres liegen werden. Abschließend kommen wir nochmal zu Tim Cook. Und Tim Cook hat eine sehr spannende Aussage gemacht. Er ist ja der CEO auf Apple und dementsprechend hat er natürlich einen kompletten Überblick über das Unternehmen und weiß auch, wo es auf jeden Fall für die nächsten Jahre mit Apple hingehen wird. Und er hat hier auf jeden Fall eine Frage von einem Studenten bekommen. Und die Frage war, welche Zukunftstechnologie ihn am meisten beeindruckt. Und hier nannte er neben künstlicher Intelligenz tatsächlich auch Augmented Reality und hat gesagt, dass es hier auf jeden Fall unfassbar sein wird, was Augmented Reality in der Zukunft uns alles abnehmen wird. Er verglich das an dieser Stelle sehr gut mit dem Internet. Früher war das Internet nicht wirklich anerkannt, beziehungsweise niemand dachte, dass es tatsächlich wirklich etwas ist, was man braucht. Heutzutage ist es nicht mehr wegzudenken und so hat er das ähnlich mit Augmented Reality verglichen. Und das ist meiner Meinung nach schon etwas, was man nicht unbeachtet lassen soll. Denn wir sprechen hier vom CEO of Apple und dementsprechend hat er natürlich nochmal einen sehr viel größeren Einblick in das ganze Thema Augmented Reality und weiß, woran tatsächlich auch vielleicht andere Unternehmen arbeiten, beziehungsweise wo sein eigenes Unternehmen dran arbeitet. Und ich denke, mit dieser Aussage kann man auf jeden Fall nur wieder mal sagen, Augmented Reality wird uns grundlegend auch in unserem Alltag beeinflussen und auch verändern. Und dementsprechend sollte man hier auch schauen, dass man in die Richtung Augmented Reality vielleicht sich mal etwas mehr beschäftigt. Aber das ist tatsächlich nur meine Meinung dazu. Ich habe dazu wahrscheinlich ein Video gemacht, wenn du noch nicht so ganz weißt, was Augmented Reality ist und was damit vielleicht auch alles möglich werden könnte, beziehungsweise auch schon möglich ist. Ein Video dazu verlinke ich dir hier unterm i. Und ansonsten war es das jetzt an dieser Stelle auch schon wieder mit diesen ganz kurzen News und Themen. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, dann gib dem ganzen Video doch sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich bei dir fürs Zusehen und einen noch schönen Morgen, Mittag oder Abend. Mach es gut und ciao, ciao.